hiphop.de Awards. Der nächste Teil, die besten Newcomer, der beste Live-Act und der beste Rap-Solo-Act international werden heute besprochen. Die Nominierungen in diesen Kategorien, ihr kennt den Modus, die 36-köpfige Jury nominiert in 20 Kategorien. Danach darf gewählt werden von euch und von der Jury. Und am Ende zählt für die Entscheidung zu 50% der Jury-Vote und zu 50% euer Vote. Und dann werden die Preise Anfang nächsten Jahres 2020 übergeben. Yes, wir haben drei US-Kategorien vor uns. Es wird spannend. Und hinter uns auch. Ja, drei haben wir schon. Jetzt kommen die nächsten. Bester Newcomer. Wer erinnert sich noch, wer das im letzten Jahr war? Linde wusste in der letzten... 6ix9ine, safe. Cardi B. 6ix9ine. Ja, Bruder, 6ix9ine. 6ix9ine, der Mann mit der schnellsten Karriere aller Zeiten. Wusste damals schon, dass es Fehlentscheidung war. Was heißt Fehlentscheidung? Der war damals, aber... Newcomer und End. End. Ja, das war so End gehen. Award. Er ist die beste Rakete. Wer ist eigentlich Newcomer, Rapper und Lebenswerk? Also ich muss sagen, ich habe mich letztes Jahr... Lebenswerk vor allem. Nicht alle durcheinander, bitte. Also eins der Male, wo ich mich vertan habe, gerade bei dieser Sache, wo wir hatten schon sehr oft immer so Amis, die so da waren mit Hits und wo ich immer einen guten Riecher hatte, für den sehen wir nächstes Jahr nicht mehr, also nicht mehr so krass. Aber ich glaube, ich habe mich vertan mit Cardi B. Ich muss sagen, letztes Jahr war ich noch so der Meinung, Cardi B, Alter, weiß ich nicht und so. Aber gerade weil Ari und ich so oft jetzt bei ihr zu Hause waren, nee, aber wir haben sie oft getroffen, wir haben ein paar Mal in Amerika sie getroffen, ein paar Mal mit dem Mann getroffen, dies, das. Wir haben ja auch hier und da ein Interview gemacht. Auf jeden Fall habe ich mich viel mehr mit ihr beschäftigt, die Musik reingezogen und vor allem, als wir in Amerika ein paar Mal waren, haben wir einfach gemerkt, was für einen Impact die drüben hat. Ja, genau. Das kriegst du hier gar nicht so mit. 6ix9ine war hier ja auch mal eine Zeit lang sehr laut. Cardi nicht so krass, deswegen habe ich das ein bisschen unterschätzt. Und vor allem wirklich Cardi, mittlerweile muss ich das wirklich sagen, die ist nicht nur ein Instagram-Alte, so die ballert auf Instagram, sondern die hat wirklich Qualitäten, Alter. Sie rappt einfach zu krass. Auch empfehlenswert ihr Vogue-Interview, das neue. Ist sehr echt? Humble von ihr. Ja. Hast du das gemacht? Ja, du machst US alle auch, diese ja. Ja, also die, wie heißt das? 74 Fragen, 73 Fragen? Ja, ja. 73. Ja, diese, das Video-Ding diese Faker auch. Ich würde vorschlagen, dass wir in das Thema direkt reingehen. Ja, ist egal, ob scripted ist, trotzdem. Ja, aber es ist halt cool, wirklich... Ja. Jungs, lasst uns mal bitte direkt in das Thema reingehen mit einer Sprachnachricht von Toby Lee von Jam FM. Da wäre nämlich jemand, wo ich dann zur Debatte stellen würde, mal sehen, ob er uns das auch schon beantwortet, ob das der Art ist, also das für mich der Art ist, wo man dieses Jahr diskutieren muss, ob er wohl länger am Start bleibt oder ob er 6ix9ine-mäßig wieder verschwindet. 6ix9ine verstehst du nur, wenn du glaubst... Ab dafür bitte. Hey Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Lil Nas X, für mich der beste Newcomer international dieses Jahr. Old Town Road hat alle Rekorde geknackt. Er wurde selbst als Meme bekannt, was finde ich auch voll in die Zeit reinpasst. Dann hat er ein paar Tracks nachgeliefert mit einer EP, wo er auch verschiedene Styles gezeigt hat, also nicht nur das Country-Ding. Und auf Insta kann man auch schon ein paar neue Sachen hören, die klingen fett, also der bleibt am Start. Und dann war ja noch sein Outing, was ein wichtiger, starker Move war. Also Lil Nas X hat es auf jeden Fall verdient. Okay, also Lil Nas X, wir haben über den Song schon in der letzten Sendung gesprochen. Er hat 19 Grammy-Nominierungen bekommen. Ja, also der erfolgreichste Mann bei den Grammys mit den Nominierungen. 19. Ja. Und dann sagt Tobi, das könnte der Newcomer des Jahres werden. Eine steile These, aber. Also der Tobi, der weiß, der hat Ahnung. Digga. Warte mal, der hat so 19 Grammy-Nominierungen bekommen. Wie viele Kategorien haben die? Also overpowered des Todes. Das ist wirklich overrated. Also wenn er nicht 5 gewinnt, Hund. Und wenn du nicht 5 mitnimmst. Ja, aber das ist Overrated Hack. Ist, Overrated Hack. Das hatten wir ja gerade in der letzten Kategorie, im letzten Video auch kurz angesprochen. Er ist tatsächlich mit seiner EP für Album des Jahres genreübergreifend bei den Grammys nominiert. Da hat der wirklich nichts zu suchen. So. Also mal bei aller Liebe. Und ich mochte es so. Also cool, dies, das. Aber das ist ja wirklich Königsklasse, sein Vater. So. Das ist ja historische Alben müssen da nominiert werden. So. Aber, okay. Da, also Igor, ist Igor da nominiert? Ja. Weißt du, zufällig einer? Weiß ich. Der müsste also halt rein, muss, weißt safe. So. Und also Igor und 7EP ist halt so richtig so, ja Bruder, worüber reden wir hier? Ja, ja. Ja, der ist natürlich krass. Wir haben, Ari und ich haben ihn getroffen, ganz kurz bevor es richtig groß wurde, ne? Auf dem Rolling Out. Ja, das war Miami. Kurz danach. Das habe ich vorhin schon erzählt. Ja, okay, da war ich gerade. Also das war Bühne rennen, um den zu sehen. Das war echt interessant. Und ja. Sagen wir gehen einfach die Artists durch und Roos erzählt immer, wo er die getroffen hat. Schönste Momente mit. Ich kann ja einfach erzählen, bei wem ich zu Hause essen war. Nein. Auf jeden Fall lass mich zu Lil Nas X was sagen.
Der hat einfach auch wirklich, und das ist, gehört einfach auch dazu, dass du nach dem Hit die Leute hältst, der hat einen wirklich lustigen Twitter-Grind. Der ist ein Meme-Faktor, der Typ. Der war ja sogar auf Twitter schon ein bisschen Personality genau. Als, wie ist der, Nas Mirage oder so? Irgendwas Young Hustensaft hieß der. Young Hustensaft. Irgendwas Nicki Minaj und Nas-mäßiges gemischt. Eins der krassesten Sprüche von ihm, die wirklich viral gingen, da habe ich mich auch gut weggelacht, da schrieb er so, letztes Jahr um diese Zeit, da war ich, keine Ahnung, Soundcloud-Rapper und dieses Jahr bin ich schwul. Ja, this year I'm gay. Hey, Digga, der hat wirklich super Humor, die Leute mögen ihn und ich finde ein Movement auch, schau mal, er outet sich nicht nur als Schwuler in der Hip-Hop-Szene, was schon so hart ist. In Country noch. Auch noch Country, was vielleicht noch härter ist. Also die letzte Szene gefunden, in der das noch härter ist. Als, ja, aber noch das mehr ist ja auch als Rap. Das ist die Frage, ob das eigentlich so ist, weil auf Tylers Album geht es auch darum, dass er, da rappt er eigentlich über einen Mann, auf den er steht, der an seiner Ex-Freundin hängt. Ja. Das darf man vielleicht dann auch als Outing bezeichnen. Ja, auch Ocean auch, aber ich meine halt, es ist schon Peak-Typ. Der ist schon richtig. Das hat Arian das mal gesagt. Der Typ war, noch nie hat ein Album in der kurzen Zeit noch oft, während er auf der 1 ist, Diamant gegangen. Ja, der Song Old Town Road ist Diamant gegangen dieses Jahr. Mhm. Und Diamant gehst du ja normalerweise so nach 10 Jahren so, weil, ne, ja. Bruder, ich weiß jetzt nicht, wie viel du dafür verkaufen musst, aber als Album, glaube ich, 10 Millionen. Als Single war vielleicht ein bisschen weniger, ich weiß auch nicht. Also, oder auch 10, keine Ahnung, aber dass du währenddessen Diamant gehst, heißt ja, du gehst im Laufe der Zeit nochmal doppelt Diamant irgendwann vielleicht. Dann wäre das aber das einzige, oder? Single? Weiß ich gar nicht. Aber Hip-Hop-Singles, die Diamant sind, müsste man jetzt raussuchen, ob es überhaupt welche gibt. Ohne mein spontan Team. Vielleicht sagen. Ja, aber. Ja, in den USA jetzt vielleicht Lose Yourself oder irgendwie so das Level. Ja, Eminem bestimmt so. Eminem ist, glaube ich, mit dem mit Alben, Diamant mit Alben. Ja, der mit zwei Alben, glaube ich, Diamant. Ja, Marshall Mathers und Eminem Show, glaube ich. Also ich glaube auch, lass mich vielleicht dazu einfach was sagen, ich glaube auch, er ist talentiert genug, er wird bleiben. Ich würde sagen, nein. Okay, krass, interessant. Ich glaube, nein. Also, du bist gegen Schwule. gegen Ausländer, er ist nicht Allmann genug. Schlechte Kategorie für dich. Nee, aber weißt du, ich rate eher nein, weil mich dafür dann das Release danach zu sehr nicht so voll mitgenommen hat. Dass, Das Tape, aber das hast du wahrscheinlich schon vorhin erwähnt, ne? Da ist auch ein Deutscher drauf, ne? Auf dem aber Tape. So ein Explosive. Genau, also Shoutout, die beiden sind nicht erwähnt, auch verantwortlich für Sidos neues Album. Auf große Teile, ich glaube Explosive. Also sind eh Hammer-Typen, aber auch wieder verrückt, ne, dass die da connected sind. Was würdest du ihm denn raten, damit er... Ja, genau. Ich würde Instagram-Account leer machen. Ja. Schwarzbild? Nee, Account löschen. Account löschen. Nächstes Single ist mein letztes Single. Ich würde Karriereende ankündigen. Das erstmal als allererstes. Ja, genau. Und dann aber so, wenn alle es glauben... Und dann, ich würde ein Drumset nehmen, was so geht. So ein Drumset, finde ich. Vielleicht mit so einem Synth im Hintergrund. Ich hab wenn anders aus der Abteilung Memes und potenzielle One-Hit-Wonder, von dem ich mehr halte und den ich spannender finde. Rate mal in der Nominierung, wer von ist davon noch ein Meme? Blue wer ist der Mann, der Benjamin Franklin ins Gesicht tätowiert hat? Zeig mal. Wer könnte das sein? Liebe Rap-Experten. Blueface, baby. Natürlich Blueface. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Cash Money West Offbeat rappt? Ist euch das schon mal aufgefallen? Bisschen, ja. Bisschen. Es war auch sehr krass bei der... Das hat mich auch bei dem Song mit Farid gestört, dass er der Offbeat rappt. Hörst du Bluetooth oder mit Kabel? Weil bei Bluetooth ist ein bisschen Delay. Ja, das ist krass. Er hat krass abgekackt. Dafür? Ja, klar. Bei der Cypher von der XXL Freshman Class hat er auch ziemlich mies abgekackt, fand ich. Das war schon ein bisschen enttäuschend. Tatsächlich kann man sich über die Raps kann man sich ein bisschen darüber streiten, aber ich fand auch, also es war lustig, als ich habe eine ganze Zugfahrt lang 4 Jahre lang US-Rap, 4 Stunden lang US-Rap durchgehört und Notizen gemacht. Und als ich am Ende richtig braindead war, nach Hause gelaufen bin und Blueface aufgedreht habe, dachte ich mir, es ist irgendwie schon geil. Das klingt so wie eine Mischung aus Noriega und halt Offbeat West Coast Flows, wie man sie da auch von einigen Leuten kennt. Und so diese, ich habe die Dirtbag-EP da gehört. Ich glaube, das war nicht mal sein einziges Release. Und ich glaube, also da wird neben Thortiana vielleicht noch ein bisschen mehr kommen von Blueface. Mhm. Auch wenn es vielleicht nicht für den nächsten Jason reicht. Also der ist auf jeden Fall ist einer von denen. Meinen Sie nicht? Blueface ist auf jeden Fall einer von denen, über die super viel geschrieben wird, gesprochen wird. Und der ist auf Instagram dauernd Thema. Der ist bei Academics, der ist bei KMP, keine Ahnung, überall. Also das ist halt...
schon auch Faktor. Bei ihm ist so ein bisschen die Frage, wie lange wird der Witz witzig sein? Ja, ja. So, okay, also dann sagen wir, Lil Nas X ist nach einem Jahr weg und Blueface ist nach 2 Jahren weg. Lass uns zu den relevanten Rappern kommen. Weißt du, wer nicht nach 2 Jahren weg sein wird? Ich glaube, auch gute Chancen auf Newcomer des Jahres hat es auf jeden Fall DaBaby. Ja. Der hat mehrere Songs Man einfach schon am Start, die immer so, genau, der ist halt in der Newcomer-Kategorie, aber der könnte halt auch schon Rap-Act des Jahres Tapes holen. Draußen gehabt, ne? Ja, dieses Jahr auch 2 Alben halt rausgehauen, ja, Baby on Baby und Kirk. Verfolge ich auch, finde ich auch geil. Aria, ist Young NBA, Young YBN. YBN. Ist das der Typ, der vor unserem Hotel angeschossen wurde? Oder das war das so ein anderer? Young NBA oder so gab es auch? Ey, das war Young, Young Boy NBA, Young Broke. NBA Young Boy. Wir sind... Was YBN Cordae haben wir auf dem Frauenfeld getroffen. Ja. Vielleicht verwechselst du das jetzt mit DaBaby, damit der, glaube ich, den wollte jemand ausrauben. Und nee, das war schon. Das war doch, aber das ist das, glaube ich. Die wollten auf den und dann sind die auf den anderen. Nee, DaBaby hat auf jeden Fall einen Typen erschossen, der ihn ausrauben wollte, 2018. Ach so, ja, krass. Ja, aber, glaube ich, nicht vor deinem Hotel. Auf jeden Fall, wir waren 2 Tage in Miami, haben 3 Schießereien gesehen. War da nicht immer mit Chief Keef? War das letztes Jahr? Mit Young Dolph? Wir waren vor 2 Jahren in New York, da wurden auf ein Hotel, neben unserem Hotel, geschossen und die wollten auf Chief Keef schießen. Aber jetzt im Nachhinein weißt du ja, warum. Ne? Überdenken, dass du so oft Ey, hör zu, jetzt im Nachhinein weißt du ja, was passiert ist. 6ix9ine ist doch im Knast, deswegen. Weil er es doch im Auftrag gegeben hat. Damals wussten wir das nicht. Jetzt wissen wir das. Columbo. Aber guck mal, also DaBaby ist... Ne? Ganz kurz zu 6ix9ine. So krass weg ist er ja nicht. Er ist ja im Knast gewesen, aber er ist gerade super... schon ziemlich weg so. Ja, aber der war super krass trotzdem in den Schlagzeilen dauernd. Und wenn er jetzt Ende des Monats rauskommt, meint ihr, er wird es schaffen? Falls er rauskommt. Bald kommt ein neues Tape. Mit LKA-Schutz. Nummer 415. Der wird ja auch LKA-Schutz haben. Berliner FBI, FBI. Nee, meinst du die Berliner Bullen schützen ja auch ihn? Oder MI6? Wenn die noch Ressourcen haben, dann schon. Die schützen gerade so viele Berliner Rapper. Die so, ey, Dicker, Alter, wir können die noch mehr abstellen. Also ich glaube, der Witz 6ix9ine ist auf jeden Fall durch. Ich habe mich ja immer für ihn eingesetzt, eigentlich vorher, als er noch vor dieser ganzen Geschichte kam. Von dir, als er auch schon so Streetworker. Der braucht auch Hilfe, weil sonst wäre der Hype. Er und Adidas brauchen noch Support. Er war auf jeden Fall auch schon nicht unumstritten, bevor diese ganzen Storys kamen. Ja, klar, Digga. Im Nachhinein muss ich sagen, Menschen wie, ich glaube, ich hatte das in einem Manuelsen-Interview und so weiter, schon recht gehabt. Stimmt, gebe ich mich geschlagen. Aber ja, jetzt ist das Thema auf jeden Fall durch. DaBaby dagegen, finde ich, ist als der hotteste Typ dieses Jahr. Ja, der hat auch vor allem seine Stabilität. Genau, der kann, was ich total interessant finde, wenn man in Deutschland immer darüber redet, ja, es ist ja alles nur noch Gesang und was ist noch Rap und man kann das Thema ja schon nicht mehr hören, hast du in den USA mehrere Leute, die auch neu rauskommen und krass rappen können, nicht nur undergroundige Leute, die halt super Songwriter sind und so, auch Leute wie DaBaby, der ist einfach voll der Film, der hat seine Gangstergeschichten da am Start, die, wenn du dir die Videos anguckst, ich glaube, würde ich mehr Musikvideos gucken, hätte ich den noch früher gefeiert. Und die sind auch alle bei dem immer auf Endlevel auf jeden Fall. Und dann rappt er halt auch noch richtig krass. So, und da dachte ich auch am Anfang, habe ich dir, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass er Offbeat rappt, keine Ahnung, aber mich hat er auch ein bisschen an E-40 mal manchmal so erinnert. Der, und ja, also dachte ich erst so, das ist irgendwie nicht so ganz mein Style, eigentlich müsste ich den voll feiern, aber irgendwie doch nicht. Aber je länger ich den höre, desto mehr feiere ich ihn. Das ist einfach irgendwie so die weiterentwickelte, hörbarere Version von E-40 vielleicht, ne? Weil E-40 ist halt wirklich dann teilweise schon so, dann denkst du, okay, Alter, kommst du nochmal irgendwann in die Nähe vom Takt oder so? Und er schafft Taktlos. Es dann halt trotzdem diese super schnellen und langsamen Passagen noch irgendwie in den Takt reinzubekommen. So, das ist schon, Da er auch einen eigenen Rap-Style hat und halt mit dem, wenn es Offbeat ist, keine Ahnung, aber auf jeden Fall natürlich niveaumäßig deutlich, skillmäßig deutlich über dem Blueface zum Beispiel liegt. Ja. Dadurch, dass er so eigen ist, war er auch ein sehr beliebter Feature-Gast in dem Jahr, bei egal ob bei Chance the Rapper oder bei J. Cole beispielsweise. Also ganz oft ist er irgendwo immer wieder aufgetaucht und keine Ahnung. Dann hat er zwischendurch auch noch Sachen, wo er zum Beispiel über seine Mutter oder über seinen Bruder rappt oder so, wo so persönliche One-Liner in diesem ganzen Madness reinkommen und so, was dem auch nochmal ein bisschen Profil gibt. Also, ich weiß nicht, wir haben vielleicht noch andere Leute, die man hier als Favorit betiteln könnte. Der kommt auch aus North Carolina, so wie Dings? Der kommt aus North Carolina, genau. North Carolina, die Stadt, aus dem Dings kommt auf jeden Fall, Michael Jordan. Okay, ja, nee, der ist North Carolina, an der Uni hat er gespielt. Weiß aber nicht, ob er wirklich daherkommt. Jetzt gerade hätte er keinen Kreuzbandriss gehabt, dann wäre er vielleicht auch an dem College, wo er gespielt hat, wurde er entdeckt. North Carolina. Oh, krass, ey.
Ja. Wollen wir vielleicht mal eine Frau ansprechen? Ja, Megan Thee Stallion. Okay. Also ist das die Schüchtern, Club, oder? Da habe ich mich nie getraut. Ich dachte, hier kann ich das mal machen. Achso, jetzt hat er sollen wir das zusammen machen? Komm, wollen wir mal zusammen. Bro, kommst du mit? Wir sind deine Wingmans. Also ich finde, Megan Thee Stallion hat auch dieses, mit diesem Hot Summer natürlich ein Über-Meme auch gestartet. Mhm. Aber trotzdem hat sie über Flow auf einen sehr rawen Beat so. Wo man auch was können muss. Weißt du, der Beat war nicht schon so, ah, der Beat ist schon hittig, sondern ja, das stimmt. War sehr raw und du musst es mit der Stimme viel machen. Ja, ich finde zum Beispiel, Gegensatz dazu, bevor du ganz kurz weiterredest, Saweetie hatte auch miese Hits, aber die Saweetie-Dinger waren so schon Bretter. Ja, da hätt's jeden Bretter drauf. Und da gab es auch einen Migos-Vorteil, so ein bisschen wegen Teilen und so. Aber du hast recht, den Saweetie Beat, was war das nochmal? Das war Dirty South. So. Wer war das nochmal? Pidi Pablo. Pidi Pablo ist das Original, ja. Goodies? Ja. Der Helikopter. Sierra, ja. Aber oder es ist auf jeden Fall krass bei Stallion, wenn es um Rap geht. Also ihre Delivery, wie schnell und präzise sie rappt und das halt in Verbindung mich, mit diesem Dirty South Sound. Erinnert mich sehr nice, an diese Engländerin, die auch die so, wo sie an der Wand sich anlehnt und die Kamera so ganz nah rangeht und. Ach, Azalea Banks. Azalea, ja, Mann. Sie erinnerte sich. Die Spritze. One in a 2-1-2. Oder meinst du die. Das ist doch Queen Speech. One in a 1-2. Die mit Queen Speech? Wie ist die nochmal? Ich meine Azalea, oder? Ist das Azalea? Aber Azalea Banks, jetzt kommt sie nicht aus New York? Ist die Londonerin? Oder habe ich jetzt Londonerin? Oder meinst du diese Lady Le Cheux, die diese Meme-Videos auch hatte, wo dann immer irgendwelche Emojis reinfliegen und so weiter? Nee, das nicht. Okay. Vielleicht vertue ich mich, dass sie nicht aus England kommt, aber die hört Victoria Beckham so an. Victoria Beckham finde ich nice. Ja. Die hat guten Flow auf jeden Fall. Ey, auf jeden Fall finde ich die Girl-Gruppe hier, die. Kommt aus Harlem übrigens. Harlem. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, die klingt so. Die klingt so. Der Sound ist auf jeden Fall. Ich jetzt auf jeden Fall. Sie ist auch voll die Eintagsfliege, oder? Wo ist sie? Azalea Banks. Die hat auch einfach jeden auf Instagram, auf Twitter angeschaut. Leidig, ja. Genau, das war, glaube ich, mehr so der Kampf. Auf jeden Fall habe ich bei Megan Thee Stallion auch gesehen, hat er krass. Aber ob sie bleibt nächstes Jahr, aber sie ist ein bisschen vielleicht, wie was du mit Cardi B gesagt hast, dass man erst denken würde, okay, du hast dann so Sex-Themen am Start und so, okay, du siehst gut aus und blablub. Und hast dann so mit dem Hot Girl Summer, arbeitest du über so ein Meme und so. Aber ihre Mutter hat wohl schon gerappt. Sie hatte irgendwie schon so einen viralen Cypher-Clip, als sie ein Teenie war oder so. Ich habe den leider Mary nicht gefunden, Blight, davon gehört. Mutter, ne? Und ich wollte einfach mal schauen. Wer ist ihre Mutter? Danke, hat geklappt. Du musst dir mal überlegen. Wenn Kamera auf mich war. Kennt man, glaube ich, nicht. Ich habe nur gelesen, hätte auch gerappt. Wer ist nicht sie? Bekannt gewesen sein. Er kommt halt aus Houston Blau. Und sie kann halt auch richtig Roxanne rappen. Und deshalb vielleicht noch, also noch mehr als Cardi B richtig rappen kann. Ja. Und von daher ist dann schon krass. Potenzial für eine längere Karriere da. Also rappen auf jeden Fall wirklich krass. Aber es ist halt wirklich es ist wirklich schwer geworden mit der Zeit, ob du ein Hit dir reicht, ob du noch weitermachen kannst. Ich glaube, so sehr angezweifelt haben wir die Langlebigkeit hier noch nie, ne? Von den Newcomern. Also ich glaube, gehen so durch und sagen bei allen, boah, ne? Nein, es sind aber ja auch noch Leute wie Gunna, YBN Cordae oder Slow Tie oder sowas dabei. Also es gibt ja schon einige, wo man das jetzt vielleicht nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht so eine geupdatete Version von Nicki Minaj auch ein bisschen ist. Weil wenn man so Nicki ihre Karriere anguckt, die ist nicht ganz damit klargekommen, dass es halt Cardi B gegeben hat und hat sich da sehr krass an dem Thema abgearbeitet tatsächlich. Sie hat sich so ein bisschen selbst kaputt gemacht. Selber kaputt gegangen. Ja, ey, die ist so dumm, Alter. Und so sie tritt jetzt eher irgendwie auf Twitter und in ihrem Queen Radio in Erscheinung als jetzt musikalisch. Dann sagt die irgendwie, ich habe Karriereende, löscht das dann direkt wieder. Also die ist total lost. Sie hat das gemacht, was wir gerade gesagt haben. Und sie hat gesagt, Karriere vorbei, jetzt auch wegen Family. Dann heiratet sie jetzt so einen Typen, der irgendwie Vergewaltigung oder Totschlag oder so 10 Jahre irgendwie so. Und sie wirkt es zwar, also natürlich hat Nicki auch voll viele Türen aufgemacht für Frauen im Hip-Hop und hat dann nochmal so die, sie war vielleicht die geupdatete Version von Lil' Kim so. Ja, genau. Und war auch stark das stimmt. Und so weiter. Und die hat ja lustigerweise auch, ist ja reingekommen, auch mit einem großen Beef mit Lil' Kim damals. Aber man hatte bei Nicki, je mehr die Karriere vorangeschritten ist, hast du immer mehr das Gefühl, dass sie in so einer Rolle gefangen ist und total verkrampft versucht, etwas zu erfüllen, was sie vielleicht gar nicht ist und auch die Lockerheit voll verloren. Und die ist bei Megan Thee Stallion halt voll da. Du siehst so, wie Megan Thee Stallion locker ist, in Interviews geht, mit der Champagnerflasche Leuten in den Mund schüttelt und die ist halt voll so in diesem... Super Move immer mit Champagner. Expert. Champagner. I'm an expert. I know what I'm doing. Sie ist halt voll drin, so voll locker und die spielt halt keine Rolle, sondern sie ist halt so diese Rampensau, genau wie Cardi übrigens, das war auch Cardis großer Vorteil gegenüber Nicki. Die kommt und ist einfach cool. Und Cardi... Nicki muss schon überlegen, okay, was muss ich jetzt sagen? Bis dahin hat Cardi schon 8 geile Moves. Aber noch cooler bist du, wenn du ein Foto mit Cardi machst nach ihrem Auftritt und das nicht mal bei Instagram postest. Ja, ja.
Also das ist gar nicht groß. Nicht mal auf Tinder. King X Soda, einziger Mensch im Backstage, der ein Foto bekommen hat mit Cardi B. Es ist immer noch nicht gepostet. Hast du nicht gepostet? Warum, Bruder? Er bewahrt sich das für einen besonderen Kameramann. Hast du mal sein Feed gesehen? Dieses Foto passt doch einfach nicht in seinen swaggigen Feed rein. So, weißt du, so ein. War das nicht ästhetisch genug? Ja, willst du es selbst beantworten? Willst du dich mal rechtfertigen hier dafür, für diesen Skandal? Jack, komm mal bitte nach vorne, rechtfertige dich mal bitte. Ja. Was war da los? Ich wollte auf den richtigen Moment warten. Okay. Das war's. Ein Mädel kennenlernen, der so bei sich stehen hat, gerade wie postet er das so. Ey, zu dem Zeitpunkt musstest du mal auf Jakes Profil gehen. Und auf die, du kannst ja einmal sein Feed und einmal auf die Verlinkung. Und die Verlinkung waren voll mit diesem Foto. Nur dieses Foto. Cardi B, 300 Fanpages. Ganze Yellow Press und so, alle haben das. Ja, ja, aber er nicht. Okay. Das ist wie Jay-Z. Jay-Z braucht auch kein Instagram, wenn eh alle über ihn reden. Oh, ja, er muss ja nicht selber noch die Fotos posten. Das stimmt. Das, das ist ungefähr bei Jay. Und glaubst du eigentlich, Blueface wird Jay-Z überholen? Safe, auf jeden Fall. Blueface? Ich wollte noch mal kurz bei dem Thema, ich wollte noch mal kurz dabei bleiben, weil du gerade gesagt hast, vielleicht gibt es dann Megan Thee Stallion, nimmt den Platz von Nicki Minaj und die war ja schon Update von Lil' Kim. Ich finde das ja vom Image-Konzept etwas langweilig, dass man so das Gefühl hat, okay, wenn du nach Queen Latifah waren alle erfolgreichen Rapperinnen nur noch rappende Stripperinnen quasi vom Image her. Kann man machen, auf jeden Fall. Aber ist auch schön, wenn rappende Frauen Erfolg haben, die ein anderes Konzept einfach und eine andere Persönlichkeit und so weiter haben. Und wir haben hier noch Lizzo und Rico Nasty. Und es gibt noch eine andere Newcomerin, die wir jetzt nicht hier auf der Liste haben. Ich glaube zumindest, dass sie Newcomerin ist. Die kommt aus Australien, das ist Sampa the Great, die auch eher so conscious-mäßig unterwegs ist. Die hat auf jeden Fall dieses Jahr auch ein super geiles Album abgeliefert. Das nur kurz als Einwurf. Okay, ja, Lizzo muss man sagen, hat so ähnlich wie, ich wollte jetzt jemanden erwähnen, ist mit während des Satzes entfallen. Witzig. Sehr langen Weg gehabt. Ja. Kannst du vielleicht erklären, warum Lizzo nominiert wird bei den Hip-Hop.de Awards? Ich habe lange Zeit sie nur gekannt, wenn ich so das Internet durchgescrollt habe, gab es so Artikel über sie und habe nie vermutet, dass sie überhaupt rappen würde. Die besteht aus 36 Leuten. Und aber sie hat halt dieses Jahr mit dem Song Truth Hurts so vielleicht einen der größten Hits oder... Ding, ist, glaube ich, zahltechnisch auch irgendwie belegt. Ne? 430 Mio bei Spotify. 8 Grammy-Nominierungen. Longest Running Nummer 1 einer weiblichen Rapperin aller Zeiten. All oder sowas auch. Respekt für den Erfolg. Ja. Genau, Respekt für den Erfolg. Für diverse Preise nominiert. Hat in diesem Jahr auch ihr Album gedroppt, das da hieß... Hast du es gerade auf dem Schirm? Hat er sehr schönen Titel auch. Keine Ahnung, ich weiß, dass sie die kleinste Handtasche der Welt hatte. Wie gesagt, das war sehr nice. Good as Hell, Juice, Boys. Album. Das sind so die Tracks. Nee, achso, ich dachte, du fragst nach ihren Tracks. Nee, Album. Oh. Bruder, mach mal ein bisschen leise, weil das ist ja voll im Stream dann drin. Ne? Ja, ich wollte Cause I Love You. Cause I Love You, ja, ist auch ein schöner Titel, Alter. Die war auch direkt auf Tour in Deutschland, fand ich auch bemerkenswert, so mitten in dem Hype auch overseas zu kommen und hier auch zu performen. Ich glaube, der Song war hier auch relativ erfolgreich und sie ist halt auch voll für diese ganzen Themen Body Positivity und so weiter und so fort. Ist auch super witzig auf Social Media unterwegs und versprüht einfach so. Ja, die ist auch super sympathisch. So, klar, ich finde die auch voll sympathisch. Und neben R&B und Soul und Pop ist natürlich auch Rap, was da drin steckt. Und ja, sie rappt auch. Ja. Gleichzeitig kann sie halt dann rap-technisch jetzt auch nicht mit anderen, die nominiert sind, irgendwo mithalten und so weiter. Und gehört auch nicht so ganz da rein. Aber am Rande schon auf jeden Fall. Mhm. Also wenn man sich so Kreise vorstellt, gäbe es eine Schnittmenge. Genau. Das ist so. Ja. Okay, ansonsten, ich hätte hier noch mal was von Johann Vogt, was ich mir gerne anhören würde, eine Sprachnachricht, wenn die... Die wird sehr leise sein. Du musst sie ganz laut machen. Stimmt. Ich bin sehr leise, der schläft fast immer ein. Wird gerade organisiert. Liegt vor, ab dafür. Johann Vogt. Das Spannende am Slaughter-Album ist, dass er sehr viel britische Popmusikgeschichte in seinem Album vereint. Von Postpunk über so Garage-Einflüsse, Grime, und ja auch ein Feature mit Skepta. Und ist einfach ein sehr starker Storyteller. Deswegen ist wahrscheinlich eines der besten Rap-Alben aus Großbritannien in diesem Jahr.
Okay, das Album heißt Nothing Great About Britain und der Kollege ist Slow Thai, über den er gesprochen hat. Hat übrigens einen Metacritic Score von 84. Das ist auch Platz 6 der besten Rap-Alben, die wir hier dabei hatten. Für so ein also Debüt auch nicht verkehrt. Ganz genau, auch kommt bei den Kritikern sehr gut an. Ist für den Mercury Prize auch nominiert gewesen. Den hat, glaube ich, auch damals mal Dizzy Rascal vor 1000 Jahren gewonnen. Ist der nach Freddie Mercury der Preis? Das weiß ich nicht. Das ist ein britischer Preis? Ja. Kam auf die Bühne mit einem natürlich gefakten, abgetrennten Boris Johnson-Kopf in der Hand. War der gefaked? Könnte auch der echte sein, man weiß nicht. Ich glaube, der wurde ausgetauscht gegen ein Reptil und es ist nicht mehr der echte Boris Johnson. Der die Haare waren nicht fettig genug. War nicht anti-islamisch genug. Der Titel Nothing Great About Britain sagt es ja schon. Also ja. Die ganzen musikalischen Referenzen, die Johann geilerweise genannt hat, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber ja, es ist sehr politisch und auch ein sehr nices Album und zeigt einmal mehr, dass wir hatten noch nie so einen hohen UK-Anteil im internationalen Rap. Generell, kategorieübergreifend so, hatten wir es ja was einiges ist bei dabei. Bester Newcomer international, da haben wir gar keine Franzosen drin, ne? Ja, ich hätte aber zwei, die man da auf jeden Fall hätte reinpacken können. Dann kurz noch zu Slow Thai, der hat auf jeden Fall krasse, also seine Stimme hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Seine Videos sind auch krass gewesen, aber das ist auf jeden Fall ein Newcomer, der, glaube ich, noch sehr viel Spaß machen wird. Macht halt auch Dinge anders, also man merkt, dass er. Das ist alles sehr professionell aufgezogen, aber man merkt auch, dass es sehr anti-Mainstream irgendwie ist und das ist sehr nice. Ich hätte auch noch einen Geheimtipp hier aus dem Raum. Timo, hast du Bock, dich mal einzubauen? Ich komme in den Raum rein. Haben wir mal ein Mic für ihn? Kommen wir bei Timo jetzt zu Frankreich oder? Nee, wolltest du noch Frankreich sagen? Dann sag, während wir Timo und Schuhe. Ich dachte, er spittet jetzt ein 16. Frankreich gab es auf jeden Fall dieses Jahr. Er kommt jetzt, glaube ich, mit Türkische um die Ecke. Frankreich gab es auf jeden Fall. Ja, Frankreich? Kann Clark noch mal kurz den Frankreich bitte sagen? Jetzt mach erstmal Timo. Danke, Bro. Okay. Mach mal erstmal türkischen Rap, weil wir haben über Newcomer international geredet. Und da explodiert natürlich aktuell kein Land so krass wie die Türkei. Weil halt auch die Rap-Szene gibt es gefühlt seit 2 Jahren, die jetzt nicht Wahnsinn. Im Untergrund stattfindet, genau. Und da kam halt Eze letztes Jahr und seitdem gibt es ganz viele krasse Künstler, die dieses Jahr erst kamen. Haben wir zum Beispiel Ben Ferro, der mit Ackerlin, der einfach mal 140 Millionen Klicks abgesandt hat. Ist auch Kollege von Eze, ne? Also so in seinem Dunstkreis, oder? Ja, was heißt in seinem Dunstkreis? Es kam halt Eze und Eze hat halt krass abgerissen in der Türkei und Ben Ferro meinte, die haben den einfach gesehen und dachten sich, krass, jetzt ist der Moment, wo wir Rap in der Türkei machen können. Ja. Krass. Und hat dann einfach so Leute wie Ben Ferro inspiriert, die jetzt auch mittlerweile befreundet sind, aber angefangen hatten Ben Ferro auch als Fan von Eze, obwohl es ihn jetzt auch nicht so krass lange gibt. Dann gibt es auch einen Bagel zum Beispiel, der mit einem Song um die Ecke kommt, direkt 36 Millionen Klicks. Rain Man. Der Hunger danach, ne? Als ob es zu wenig gibt, dass die Leute das so oft dann anhören. Ich glaube auch, kann das sein, also das kann, da kannst du ein bisschen was dazu sagen, aber könnte sein, dass auch so Sachen wie Autotune und einfach so dieses freiere, inspiriertere Arbeiten im Hip-Hop, das nicht mehr so traditionell Boom-Bap ist, dass auch die Leute voll nach vorne gebracht hat? Ja, voll, voll. Also mit Boom-Bap und so konnte in der Türkei halt auch keiner was anfangen, weil die so Tanzvolk sind und sowas und deswegen kann in Italien genau dasselbe. Ja, genau. Sag mal, was haben diese Leute denn vorher gemacht? Haben die vorher schon Musik gemacht? Oder weißt du, was ich meine? Oder sind die so jung? Aber der Ezel sieht jetzt nicht so jung aus. Ezel zum Beispiel hat vorher, war wie Raff in einer Reggae-Band. Also der hat auch nicht unbedingt Rap gemacht. Ja. Der hat vorher Reggae gemacht in einer Band und okay, krass. Ja, alle, also voll der Tretti. Genau. Ist es eigentlich eine Mutmaßung so von hier aus oder ist es wirklich so, dass YouTube noch viel größer ist in der Türkei? Doch. Weil Spotify voll oft auch, ist da noch nicht so. Dass genau, weil mega oft auch, also beispielsweise ist ja auch Tamam Tamam, hat ja so unfassbare Aufrufzahlen, weil halt ein Großteil davon aus der Türkei kommt, während das bei Spotify auch erfolgreich war, aber längst nicht so wie bei YouTube. Ja, YouTube ist natürlich. Wie so ein Krall von Ufo und Ezel war auch bei YouTube mega erfolgreich, was man hier in Deutschland vielleicht gar nicht so gedacht hat. Ja, YouTube ist natürlich hauptsächlich krass, weil da auch, also in der Türkei war schon immer, dass sie auf Streaming gesetzt haben und sehr früh schon alle türkischen Serien auf YouTube stattgefunden haben. Und deswegen sind halt wirklich von jung bis alt alle mit YouTube verbunden. Wenn du mal schaust, Ja, genau, in Deutschland dann auch, wenn die Türken das gestreamt haben. Demnächst Türkflix. mäßig. Ich meine, die haben so viele Serien. Ich meine, Türkei beliefert ja ganz, unsere ganze Gegend da unten mit Serien. Mhm. Im Iran gucken alle türkische Serien und so. Also und ganz ehrlich, also
zumindest deutsche Serien nehmen die komplett auseinander von Qualität und die haben halt ich verstehe es ja jetzt nicht vielleicht 100%. Die haben so Telenovelas, die sind ganz billig produziert, aber da ist die History so krass, das gab schon 7000 Folgen, seit 18 Jahren läuft das schon, weißt du? Türken haben ja und eine Folge zwei Stunden. Ja, die sind ja, ich kenne das ja von Family und so, die sind dann vor dem Fernseher, die reden mit den Figuren. Mach das nicht so. Geh da nicht. Nein, mach das nicht und so. Also es ist richtig, man wächst damit auf. Aber es gibt natürlich auch sehr gute Produktionen. Ne? Ja, diese mafiosen Sachen und so. Also es ist schon krass vielfältig da drüben. Und es auch, gibt, genau, zum Beispiel Tejavus Yoshkun, wenn du den kennst, gibt es auch noch. Bist du auch bei französischem Rap ein bisschen drin? Ganz ehrlich. Also wahrscheinlich wie alle anderen hier auch so. Und dann, okay, dann lass uns. Gab es noch ein paar vielleicht? Oder ja, was? Ja, Rainman mit 204 Millionen, Konkar, der sehr US-angelegten Rap macht, Northern Ender mit 135 Millionen. Und es ist auf jeden Fall zu sehen, dass die immer mehr Kollabos mit Leuten aus Deutschland suchen, wie wir mitbekommen haben, aber auch aus Holland, zum Beispiel mit Murder und Ezel, die viel zusammen machen. Ah, okay. Mit UK-Rappern, Mindless Grimes, hat jetzt Konkar zusammen ein Album gemacht, das türkisch heißt, so halb türkisch, halb englisch. Krass, ja. Ja. Und noch zu dem Ding, dass Spotify echt nicht so groß ist. Es gibt so Popkünstlerinnen in der Türkei, die hunderte von Millionen Klicks haben. Ja, unglaublich. Und auf Spotify wahrscheinlich niemand Account. Nicht mal ein Lied. Nicht mal wirklich? Echt? Ja, Digga, das ist bei albanischen Künstlern ja genauso. Es gibt ja, die haben genauso, die Strukturen sind da noch nicht so krass. Also die Spotify und so, deswegen sagt man ja, die Musik wird noch viel größer. Ja, klar. Schau mal, die Albaner sind so, oder die ganzen Länder da unten und vor allem, welches Land wollte ich gerade auch noch sagen? Ah, die, so nordafrikanische Länder, wo Französisch viel gesprochen wird. Da siehst du zum Beispiel so einen, wie heißt dieser Künstler jetzt? Soul King zum Beispiel. Mann, der hat auf YouTube 400 Millionen Klicks, auf demselben Track hat aber auf Spotify... Nicht mal... Die ganzen Marokkaner, Tunesier, ja, die hören das alle, aber die hören das auf YouTube. Ja. Ja, Spotify ist halt auch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Nee, Spotify einfach. Oder auch andere Streaming... Das ist ein altes Zitat von Summer Jam, glaube ich. Summer Jam, ja. Ja. Hat er gesagt bei dir im Interview vor 3 Jahren. Echt jetzt? Dass er nicht nur Spotify ist, weil das ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, viele damals. Jetzt macht es ihn behindertreich. Ja. Und jetzt macht ihn das behindertreich. Mhm. Krass. Okay, ist das cultural, wenn man behindert sagt? Danke auf jeden Fall, dass du kurz reingekommen bist. Danke, Mann. Was ist für eine coole Mütze? Sag mir Amazon-Link hier unten. Von wem? Supportet die. Nice. Mach mal, wir machen Amazon-Link drunter, Refair-Link, wir verdienen daran 15 Cent, wenn das einer holt. Okay, wir müssen... So, lass uns ganz kurz die zwei Franzosen jetzt droppen. Nee. Einer nee, will immer noch ganz kurz. OG Kimoi, kann man den irgendwie noch argumentieren, dass der international... Einmal Ruhe bitte. Frank hat seine Snares aus Amerika gekauft, daher sind das amerikanische Beats. Alter, jetzt jedes Mal den OG Kimoi-Witz zu bringen, wenn ich irgendwas sage, ist auch ein bisschen wack irgendwann. Also bitte, die zwei Franzosen bitte. Kobalade oder Kobalat, auf jeden Fall mit einem sehr eigenen Style, den in Deutschland noch keiner geschafft hat zu kopieren, weil der auch mit seiner Stimme Dinge ganz anders angeht. Und Sola, der diesen modernen Grind sehr konsequent umsetzt und damit äußerst erfolgreich ist und wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch erfolgreicher werden wird. Vielleicht kriegt den irgendwer kopiert. Weißt du, was ich interessant finde? Ja. Ich bin ja großer Fan vom ganzen Latin-Pop, Latin-Rap-Zeug, was so abgeht die letzten Jahre. Und die bedienen sich auch zu großen Teilen an Rap und Rap-Produktionen, finden aber nicht so in dieser internationalen Rap-Bubble statt, wie zum Beispiel französische Sachen oder britische, zum Beispiel Grime-Dinger, Grime-Rapper oder Grime-Artists selber sehen sich ja gar nicht so krass als Hip-Hop-Act, sondern als Grime, so nochmal abgetrennt davon. Die zählen wir trotzdem meistens so rein zu Hip-Hop-Rap und dann bei Latin, was weiß ich, Ozuna, Daddy Yankee, selbst so Rosalia oder so, das sind halt schon J Balvin, oder Bad Bunny, J Balvin haben ein Kollabo-Album dieses Jahr gemacht, über Nacht, so zwei der größten. Das Ding ist, die sind auch gefühlt über Nacht die Superstars geworden, die sind viel larger als Drake und so, wenn du mal ihren Following anschaust und so. Genau, ey, der Bad Bunny, letztes Jahr, einer meiner Lieblingssongs, letztes Jahr, von Bad Bunny, Mia, der hat Drake dazu bekommen, einen kompletten Part auf Spanisch zu rappen. Ja, also da siehst du die Machtverhältnisse vielleicht so ein bisschen auf globalen Markt. Ja. Die sehen Drake, so vielleicht der größte musikalische Superstar der Welt, lässt sich dazu herab oder greift zu einem spanischen Part, um nochmal die Zielgruppe auch komplett einzusammeln auf einem Bad Bunny-Ding. Und wenn du die anguckst, was die anhaben, die ganzen Styles, die Outfits, sehen die aus Videos. Wie Rapper eigentlich. Es ist, ja, es ist, die spielen eigentlich, wie sagt man, spielen Paroli, wie sagt man?
Paroli bieten. Genau, bieten allen anderen Acts eigentlich Paroli, was so Style-Sachen und Ästhetik angeht. Die sind halt top of the notch, Alter. So. Das eine Video, was wir auch gesehen haben von Rosalia und J Balvin, Con Altura. In diesem Flugzeug? Con Altura, Bruder, geisteskrank, Kiste, Outfits, Video, Kameraführung, Idee. Top. Performance. Es ist auf jeden Fall super extrem, wie sich so irgendwie jetzt gerade so nochmal so voll das Feld öffnet. Weißt du, jahrelang war das so, ja, bis in Frankreich müsste man sich eigentlich mehr mit auskennen, aber hört man nicht wegen Sprachbarriere. Also guckt man nur so auf USA so richtig. Und jetzt kommen noch so viel weitere Dinge einfach dazu. Langsam macht Sinn, dass die Kategorie international heißt. Noch internationaler wird und genau, früher war international sehr so Amerika. Was geht in New York? Gibt's jetzt. Immer. Aber die Sache ist, was du gerade sagtest, warum die bei uns nicht so mitspielen, ich glaube, das liegt noch sehr viel an dem Vorurteil, wenn sie so auf Spanisch ist und wenn die so ein bisschen Rhythm haben und so, ist nicht so klassischer Hip-Hop-Beat, dann ist das so Ragaton, Dance, geht, das ist ja irgendwie nicht. Aber die von Lyrics, von Attitude, ist das Rap. Wobei er recht hat, dass das ja bei Grime auch nicht so behandelt wurde, obwohl das ja auch zur Hälfte so Garage, Drum and Bass das hat und aber, Clubmusik das hat ist. Auf jeden Fall, wobei ich bei Grime sagen würde, da fehlt uns alle ein bisschen vielleicht der Zugang, weil wer von uns hört irgendwie viel Grime und ist da voll drin. Und ich würde da gleich gerne nochmal beim besten Rap-Solo-Act dazu kommen. Doch, ich war ja in der, ich habe ja Shorty, ich war mit meinem Shorty da vor der Tür bei Berghain. Lass uns bitte mal dringend zu bester Live-Act international kommen und das relativ kurz halten, damit wir Zeit haben für die besten Sprechgesangsartisten. Also, ich sag euch mal kurz. Wie ist das Haus von J Balvin eigentlich? Bitte nicht alle durcheinander, Mädels. Bei Bester Live Act International, lass uns mal vielleicht gucken, was ihr gesehen habt und das dadurch knapp halten. Ich sag mal kurz, wer alles nominiert ist und ihr sagt, wo ihr was fundiertes zur Show sagen sag mal, könnt. Bester Live. Wir haben Post Malone. War das hier subtile Kritik? Hab ich leider verpasst. Haben wir beide verpasst. Ja, haben wir beide verpasst, weil wir irgendwie auf da wurden wir mies eingeladen, so richtig gut, mit richtig guten Amanakium-Tickets, alles. Ja, Lounge. Wo waren wir überhaupt? Irgendwas? Ich hab aber an dem Tag war jeder aus Berlin. Jeder war da. Wir waren irgendwo anders, ich weiß nicht. Aber vielleicht war es deswegen auch gut. Wir müssen auch nicht das nächste Mal hören, wenn ihr nicht da wart, nur wo ihr da wart. War vielleicht auch einfach also, ich rette einmal durch. Zu Hause. Ja, wahrscheinlich. Nein, Bruder. Wahrscheinlich. Also, Post Malone, Cardi B, Skepta, Drake, Stormzy, Anderson .Paak, Calvin Colt. Ja, Bruder, Bruce mach noch schneller bitte. Travis Scott, Shaq West. Hast du den Zettel nicht? Doch, aber ich wollte eingreifen. Also Anderson .Paak können wir ganz kurz machen. Einer der krassesten Live-Acts, die ich je gesehen habe, eigentlich jedes Jahr. Immer noch. Jedes Jahr wirklich mit der Beste, obwohl seine Crowd, glaube ich, um 800% gestiegen ist. Ich habe den in München gesehen vor 100 Leuten, wirklich so 100 Leute, wo es keine Bühne gab, sondern auf gleicher Ebene also aufgetreten, wo er so reingeht in die Crowd, mit Weibern getanzt hat und so. Ja, und jetzt tritt der auf, glaube ich, in der 100-Halle Frankfurt oder so. Das Palladium, also 5.000 bis 8.000 Leute so und gleich eskalierend auf jeden Fall. Also ich würde ganz gern was zu Travis sagen, weil gegen diese ganze neue, jüngere Generation mit Autotune und so weiter gibt es dann immer die Vorurteile. Ja, die machen da live einfach nur so ein bisschen Playback auf ihre eigenen Songs so und machen Party mit den Leuten. So für ein paar wird das stimmen. Aber Travis, so wenn du dir eine moderne Rap-Show mit Autotune reinziehst und du brauchst ein Vorbild, so, dann ist es Travis, weil der bringt auch noch sehr, sehr viel Vocal-Performance da in seine Auftritte rein, was das auf jeden Fall meiner Meinung nach von sehr vielen anderen Leuten auf diesem Gebiet abhebt. Plus halt die Energie und die Songs, die der hat. Also das ist, ich glaube, es lebt von Travis Konzert. Das ist krass, wir haben ja auf den Festivals ja auch drüber gesprochen, wo Aria, glaube ich, dann meinte, ey, das funktioniert eigentlich noch viel besser in einem Club, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich gerade so von Arbeit, okay, kurz Travis Scott gucken, was passiert hier? Ihr wabern so Sounds durch die Gegend. Was passiert hier? Das habe ich gar nicht so richtig gefühlt und dachte mir dann, ja, stimmt wahrscheinlich, wenn du übertriebenster Travis Scott-Fan bist, gehst in den Club, hast einen Fuffi für Karte ausgegeben, ziehst dir das dann rein und dann ist Turn-Up. Dann hast du den Event des Jahrzehnts gerade gehabt. Mäßig, wenn du da kurz vorbeiläufst und ein bisschen zuguckst, das hat besser mit Cardi B's Show für mich. Das Ding ist, ich finde auch, also Travis, Travis haben viel auf Festivals gesehen. Viel, ja. Ich habe Travis dieses Jahr einmal in einer Halle gesehen, und zwar in London, O2 World, wo der den Abschluss von seiner Astroworld-Tour gemacht hat. 20.000 Menschen komplett ausverkauft. Und da hast du gemerkt, weil die Energie auch nicht aus dem Club, aus der Halle raus kann, sondern sich da so bündelt. Und er ist noch näher an dem Publikum dran und so und kann auch Dings machen, wie nennt man das? Crowdsurfing und so machen. Und es ist, ey, du hast das Gefühl, da stehen 20.000 Travis Scotts in der Menge. Mhm. Beziehungsweise andersrum, du hast das Gefühl, Travis ist einer von denen eigentlich, der so jetzt zufällig auf der Bühne ist und jetzt auf der Bühne raged, statt da unten. So, das ist total geisteskranke Energie, ey. Hier, der hier, oder was? Die Energie. Wollen wir den nochmal her? Ja.
Jetzt habe ich es zufällig an. Den Travis Merch, den Travis uns selbst gegeben hat, als wir wo waren? Chicago. Chicago waren wir. Da haben wir das erste Mal getroffen. Aber wir haben ja schon vor Ewigkeiten Travis abgelichtet hier auf hiphop.de, als er diesen Schuhstreit hatte und so. Tatsache. Weißt du, was ich aber viral gegangen bin. Was ich super krass finde bei Travis Scott, was wirklich ein Phänomen ist, wenn du ihn live noch nicht gesehen hast, auch keine Bilder und so, dann würdest du nie vermuten, dass diese Musik so outrage-mäßig abgeht, ne? Das stimmt, die Mucke ist ja voll soft eigentlich. Stimmt. Und dann gehst du rein und dann, wow, da schreit er. Also hat er seinen Mythos kreiert. Er ist so. Ja. Das muss man sagen. Er hat es wirklich geil gemacht. Es ist Live-Erlebnis absolut pur. Man kann sich dazu aber die Netflix-Doku reinziehen auch. Ja. Weil ich ein bisschen enttäuscht fand, alten Tour. Genau, deswegen, aber das ist das ist eine Live-Doku eigentlich. Es geht nicht so groß jetzt um sein Leben, aber das ist so viele Eindrücke von live und es ist wirklich bemerkenswert zu sehen, was der in so jungen Jahren für Crowd Control und für Dings. Ja, wir haben ihn und Cardi B innerhalb von wenigen Tagen jeweils gesehen, ne? Beim Wireless Frauenfeld. Ne? Ja. Also bei beiden ist die Energie krass, aber ich finde auch bei KDB war die Show schon noch ein bisschen runder, auch vom Sound her. Ja, die ist, aber das finde ich irgendwie geiler, weil bei Travis ist so, wir haben den ein paar Mal gesehen und du weißt nicht, was passiert mäßig, so weißt du? Einmal ruft er jemanden hoch, der soll seine Frau Proposal machen. Oder das. Das war echt krass, Alter. Wie am Anfang alle gesagt haben, ja, geil. Und dann hat das aber sehr lange gedauert, bis das hochgekommen ist. Bis er seine Frau findet. Ja, und dann hat er seine Frau gesucht. Hey, und so. In Chicago Festival, Rolling Out, 50.000 Menschen. Er Lollapalooza. So, ja, okay, komm, Lollapalooza. Ja. Dann irgendwann, aber dann hat die Stimmung so sich gedreht, weil keiner mehr Bock hatte zu warten. Alle, du Hure. So. Und dann hat er es trotzdem gemacht und alles mögliche. Bei ihm ist wirklich verrückt. Aber Cardi, muss ich sagen, geile Show. Haben wir auch ein paar Mal gesehen, geile Show. Die rappt live auch echt gut, muss man sagen. Genau, und sie macht auch manchmal, glaube ich, auch extra, um den Leuten das auch zu zeigen, macht die auch manchmal einfach den Beat weg, rappt die einfach ein ganzes Stück, um wieder reinzukommen auf Beat. Sie ist halt auch twerking. Ja, und sie ist halt Tänzerin, Mann, das siehst du halt. Sie ist einfach alles, unglaublich Profi. Ja. Das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr anstrengend für sie, so ein Auftritt. Alter. Das ist halt wirklich körperlich, plus dann noch für die Stimme, Hals, Kopf, alles. Ich glaube, sie hat mal ihre Füße gepostet oder so. Wie so angeschwollen war nach dem Show. Hey, wieso? Was war das denn nochmal? Da war sie entweder... Hey, ich weiß nicht, aber da ging es dann darum, dass die so voll die hochhackigen Boots so und Pumps und so die ganze Zeit auf der Bühne trägt und auch noch so voll tanzt in denen. Das ist natürlich Endlevel-Anstrengung des Todes. Und was auf den Festivals auf jeden Fall auch noch krass kam, war Ray Schremmert meiner Meinung nach. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die immer noch so am Start sind, aber dann, als wir die beim Wireless gesehen haben und du guckst so komplett alles full, die ganzen Leute haben richtig Bock auf die und die hauen einen Hit nach dem anderen raus und haben die ganze Menge voll unter Kontrolle, machen noch irgendwelche Sachen. Die sind halt voll die Energiebündel beide, muss man sagen. Ja, die haben halt keine Choreografie, und keine Show in dem Sinne. Auch so voll die positive Energie einfach die ganze Zeit. Ey, nimm mal die Mädels auf die Schultern, alle machen mit. So, also das war schon auch wirklich sehr gut. Da lag so ein bisschen Elektrizität einfach in der Luft. Ich habe schon eine Frechheit, dass Migos hier nicht nominiert. die sind ja live. Die nach 24 Minuten so mitten im Song einfach gehen und man denkt, okay, da passiert jetzt was, aber nee, ist vorbei. So halbe Stunde Gemurmel und dann... Also Murmeln ja nicht mal, da läuft doch vom Band. Ich check die Kunst rein. Weißt du, wo wir die zum ersten Mal gesehen haben und dieser mittlere, der jüngste von denen so einpennt auf der Bühne, so, hält das Mic so und pennt so ein. Mitten auf der Bühne. Und die anderen, die Adlippen, also die labern über seinen Track so ein bisschen, aber du merkst irgendwie an so Stellen, dass er einfach nicht live und dann schläft oder so. Tatsächlich Katastrophe live. Ja, Junge, Katastrophe. Ja. Wobei, wenn man so liest, Wireless und Frauenfeld, Cardi B, Travis und noch Migos. Ja. Krass, aber den letzten kannst du streichen einfach. Aber da muss man sagen, ich hatte jetzt auch beispielsweise nicht auf dem Schirm, dass Tiger ein großartig guter Live-Act wäre. Aber der war geil. Und wir haben ihn halt, jetzt nochmal zum 100. Mal, sorry, ich weiß, kommt wirklich auf den Punkt jetzt zu. Einmal im Jahr können wir das. Wir haben ihn halt im Stripclub ihn auftreten sehen, ist eine ganz andere Welt und dann merkst du plötzlich, ach so, hierfür ist die Musik gemacht und hier kann er auftreten. Die Bühne ist klein, er ist nah an diesen Vibern, die Stimme knallt, der Beat knallt, der Bass wubbert durch diesen Club so und da merkst du so, ach so, okay, hier funktioniert der Typ, hier kommt der her, so, weißt du, und genau da, übrigens in der Woche, wo Tiger gebucht war in dem Stripclub im 11 in Miami, am Tag vorher war YG, Cardi B, Migos und noch immer Travis am Montag. Ja. Das war deren Woche. Ja. So, hä?
Das ist auch da war wahrscheinlich hast du da Migos, wahrscheinlich wenn du da die Migos siehst, wirst du es niemals vergessen so. Die werfen wahrscheinlich noch beim Auftreten 180.000 Euro durch die Dings. Also das ist dann wahrscheinlich, da musst du die dann sehen, statt irgendwie auf einem Festival, wo die einschlafen auf der Bühne. Und es ja, fehlt in Deutschland einfach ein Stripclub-Festival. Ich wollte nur sagen, Tiger war Tiger war auch gut. Also Tiger war auch auf dem Rolling Loud, muss ich sagen, gut. Also nach der Beatcon kommt dann die Stripcon. Warum machen wir sowas nie, Alter? Lass doch. Wir klären das gleich und wir planen das einfach. Aber sag nicht jetzt schon im Stream, bevor das am Ende mit Backspin in Hamburg stattfindet. Das ist unser Ding. Ist zu spät. Okay, wir kommen noch, ganz kurz Zeit, dass zwei Sachen erwähnen. Ne? Nein, haben wir nicht, aber mach. Dass andere Magazine schon hier und da mal ein Format von uns kopiert haben. Ja, aber hier und da ist, das ist, wie sagt man, ab und an. The way to go eigentlich. Ab und an, wie Apache sagt. Ey, sag mal, ab und an würde ich gerne von dir wissen, ob du derselbe bleibst. Und hat einer von euch schon Drake live gesehen? Ja, das, genau das wollte ich erzählen nämlich, weil Drake war auf Europa-Tour. Ja, Drake generell schon sehr oft gesehen tatsächlich, war auch mal schlecht, war auch mal gut und so. Aber dieses Jahr war auf großer Europa-Tour, hat leider Deutschland geskippt, aus welchen Gründen auch immer. Hä, warum? Deswegen bin ich nach Antwerpen gefahren, nach Belgien. Und hab mir seine Show angeguckt. Der hatte nämlich keine Bühne an der einen Seite der Halle, sondern in der Mitte zentral ein viereckiges Plateau, wo das quasi nur aus LED-Displays bestand. Mhm. Und er stand auf diesem Plateau, der kam mit so einem ganz kleinen Steg. Das Basketballfeld, was er da gebaut hat. Ja, genau. Er kam durch so einen ganz kleinen Steg rein. Das war auch richtig geil. Der Anfang, wo der Beat halt reinkommt und du siehst, wie Drake da steht. Und der Beat fängt an und er rennt wie so, das habe ich die ganze Zeit gesagt, er rennt wie so ein Fußballer aufs Feld so. Du hast so voll das Gefühl, okay, jetzt geht's los, Game Time, so, weißt du? Ja, das war so. Er wärmt sich auf, rennt auch von links nach rechts, dann kommen so, wie sagt man, so Gardinen quasi um dieses Ding runter und er performt da drinnen, dann gehen die hoch, unten leuchtet alles rot. Also das ist echt Endstufe, vielleicht die beste so Produktion, die ich je gesehen habe live, weil das war wirklich alleine. In so einer Louis V-Weste ist der echt irgendwie 120 Minuten auf diesem Ding rumgerannt. Krass. Und stell mal vor, du hast nicht nur vorne deine Crowd, wo du links und rechts musst, du hast links, rechts, aber hinten, ist das tatsächlich hinten, für die Crowd links, auch hinten, cool? Rechts. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Stellen gibt, wo du gar nur seinen Rücken siehst. Er war, aber das, genau das hat er gut hinbekommen. Das, okay. Du musst so dann hat er auch so sein, Hologramme, Alter, die durch die Halle fliegen. Das war kein Hologramm, das war einfach so ein Ferrari oder was die gebaut haben. Ah, krass. So, über die Crowd, das wäre nur so eine Animation. Nee, das war real, Alter. Diese Ferrari. Die haben das auch mal gemacht. Von Suna, klar. Also okay, das war echt eine Level Überleitung. Wenn wir auch dann Air Force auf der Bühne stehen gehabt? Wir kommen jetzt zum besten Rap-Solo-Act international. Ja. Und im Vorjahr hat gewonnen, rate, Drake. Ja, also Drake letztes Jahr bester Rap-Solo-Act. Und auch dieses Jahr gibt es eine Menge Nominierte. Vielleicht gehe ich sie einmal durch. Wir haben Travis Scott, DaBaby, Lil Nas X, Tyler, the Creator, Megan Thee Stallion, Young Thug, Future, Kanye West, Skepta, Stormzy, das war's. Ey, cool, krass, das dass so viele auch in den Newcomern dabei sind. Ja. Das haben wir ja bei Deutschrap schon gemerkt gestern, ne? Dass da man so dachte, ach so, das ist nicht Best Rap Solo, das ist nur Newcomer, okay. Stand. Und ja, ein bisschen ist es vielleicht international auch so. Wo wollt ihr einhaken? Es geht halt schneller jetzt, ne? Plötzlich. Also wenn du Newcomer bist und richtig abreißt, dann bist du vielleicht auch direkt der Wichtigste in dem Jahr. Statt jetzt wie die Jahre davor, wo du mal auch Labels dich anders gearbeitet haben. So, du hast eine Single gedroppt, ja, die war erfolgreich, ja, warte mal ab. Droppen wir nochmal eine Single, dann vielleicht nächstes Jahr dein Album. Jetzt ist so, deine Single geht durch die Decke, direkt, okay, wo ist dein Album, Alter? Direkt ein Album hinterher so schieben. Ich würde gerne, während ihr noch überlegt, was ihr thematisieren wollt, noch einmal an das anknüpfen, was wir vorher hatten mit der Internationalisierung und dass man in Deutschland jetzt auch ein bisschen offener wird für andere Sachen. Ich fand es krass, als ich gemerkt habe, wie viel UK da eigentlich am Start ist, wie super viele Acts wir auch nominiert haben aus UK. Habe ich mir mal ein bisschen auf Grime geguckt und fand es da auch interessant, so Grime gibt es ja gefühlt schon ewig und gibt es auch schon ewig und keine Ahnung, ich kenne das halt so seit Diddy Rascal früher, als er dann Boy in the Corner und so weiter rausgebracht hat, das ist lange her, aber es ist irgendwie auch voll lange Underground geblieben. Mir ist an vielen Stellen so aufgefallen, dass dann da immer stand, so wie zum Beispiel der erste schwarze britische Headliner beim Glastonbury Stormzy und so weiter, wo ich mir dachte, hä, wie eigentlich, dachte ihr seid alle auf Grime seit 100 Jahren, aber es ist da echt lange Underground geblieben. Es gab sogar so Repressionen
aggressive Sachen dagegen, dass du, wenn du einen Grime-Artist gebucht hast, weil immer Gewalt unterstellt wurde, musste jedes Mal so ein Background-Check von der Polizei gemacht werden, sodass keiner Bock hatte, Grime-Artists zu buchen, ja, genau. Weil immer direkt so, weißt du, was halt viele wieder als, genau, was viele auch als rassistisch einfach empfunden haben und, weißt du, also die Türen für Grime waren alles andere als offen, auch wenn man immer das Gefühl hatte, ich habe das immer bewundert, weil ich immer das Gefühl hatte, so Deutschrap klingt wie Frankreich oder wie USA, je nachdem, welches Jahr gerade ist und die nehmen einfach ihre eigene elektronische Musik-History, ihre eigene Clubszene, ihre eigenen Sounds, rappen darüber und es entsteht was komplett Neues. Jamaikanische Einflüsse auch noch mit rein und so weiter und so fort und bringen einfach eine komplett eigene Rap-Musik-Richtung raus. Und keine Ahnung. Und jetzt hast du auf der einen Seite UK-Rapper, die Rap machen und dann hast du halt die Grime-Artist und beides zusammen ist todesinteressant. Und meine Überleitung wäre das, auf Stormzy zu bringen. Ich weiß nicht, der wird jetzt vielleicht nicht gewinnen, weil am 13.12. noch erst das Album kommt. Wir haben schon gesagt, dass Vossi Bob krass war. Ich habe gesagt, Whitey Flow fand ich noch krasser. Sounds of Skang war auch nice. Andere haben Own It erwähnt. Würde das noch abrunden damit, dass er auch noch irgendwie so ein Macher des Jahres war, jetzt abgesehen von der stichsicheren Weste und solchen Aktionen. Mhm. Der gibt ein eigenes Stipendium raus für schwarze Studenten zum Beispiel. Ja. Das Stormzy Scholarship auf seinen Nacken. So. Echt, ja, aus seiner Tasche so mäßig. Er bezahlt das für ein oder zwei Leute im Jahr, aber weißt du, so schon krass. Und das hat wohl auch irgendwie dazu geführt, dass es viel mehr Leute gab, die sich überhaupt beworben haben für die Uni und so. Ja. Genau. Und deshalb gäbe es den Macher des Jahres, gibt es ja nur nicht für international, aber sonst würde ich ihn da vorschlagen und finde ihn da deshalb auch noch, mach mal Macher mit ihm und finde ihn da jetzt eigentlich auch noch spannender dann da auch wieder als Skepta, weil der mit Ignorance is Bliss so ein bisschen Skepta sich auch gerade dieser Verantwortung entzogen hat und gesagt hat, juckt mich nicht, während Stormzy die halt so voll annimmt und alles, was ich über den gelesen habe, war einfach so todessympathisch. Der actet auch auf seinem Video-Level einfach auf einer anderen Ebene. Also die Leute, die seine Videos jetzt gemacht haben, ist eine Produktionsfirma namens Caviar. Die machen sonst für Mark Ronson, Billie Eilish oder Jay-Z und Dua Lipa so die Videos. Die haben jetzt die das New Rules gemacht vielleicht sogar? Habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber die haben halt auf jeden Fall Vossi Bob und Sounds of the Skang gemacht. Beides extrem krasse Videos und vielleicht auch noch mehr von ihm. Aber ja, das zeigt meiner Meinung nach auch, wo die Industrie ihn jetzt sieht. Also die wollen auch, dass er der neue Superstar ist. So. Das Ding ist, Stormzy ist so einfach, Skepta ist so, abgesehen, dass er mit Shorty in Berghain abhängt, ist halt extrem Model-Typ, hängt nur mit schönen, guten, aussehenden Menschen ab. Der will nicht wissen, was es für Probleme da draußen gibt. Er ist ein Model. Der ist halt aber hast du ihn noch nicht getroffen. Also mit wem würdet ihr lieber tauschen? Wärt ihr lieber Stormzy oder skeptischer Skepta? Ich wäre lieber Skepta, miese Models abgreifen, aber das ist, man will ja mal das, was man nie kriegen kann. Ja. Weil das andere bin ich schon selber. Oh. Aber der Conscious Team, Stormzy hat bestimmt richtig Probleme, Frauen kennenzulernen. Ja. Bestimmt auch nicht, aber wegen. Wie wär's mal mit so einem Rouge-Stipendium für die Uni in Essen? Ohne Scheiß, darüber haben wir ja schon mal nachgedacht. Ich hab tatsächlich darüber, also sowas in der Richtung schon überlegt. Mit einem Sponsor zusammen. Aber müsste gutes Angebot kommen. Nee, ich habe das Geld ja nicht. Ja, normal. Wenn ich Geld habe, Bruder, dann kaufe ich mir endlich mal einen neuen Pullover. Aber das war mal eine Überlegung als Pitch sozusagen mit Hilfe, also so zum Beispiel, keine Ahnung, die so und so Stiftung presented by, einfach, warum nicht? Die Marke kann sich ein bisschen ein paar Likes holen in der Gesellschaft und du tust tatsächlich auch noch was Gutes. Aber nur, wenn du einen blauen Haken kriegst auf Instagram. Ja, klar. Ja. Und wenn dein 12K-Mode auch blauen Haken kriegt. Kannst du das klar machen? Eigentlich? Ja, ich versuche. Auf jeden Fall, ich würde aber sagen, wir können ja Geld zusammenlegen für seine Uni. Wie viel hast du noch? Ich studiere auch gar nicht mehr. Der ist schon durch. Bist du Dropout? Bist du College Dropout? Nein, können wir Praktikum verlängern? Bachelor hat mir gereicht. Auch gut, die Leute, die immer sagen, auch Bill Gates und auch Mark Zuckerberg sind auch von der Schule geflogen. Ja, aber du Idiot. Von Harvard. Von Harvard nicht geflogen, nicht von Felber. Gesamtschule Rüttenscheid. Ich möchte auch nochmal kurz jetzt, man muss natürlich auch sagen, weil wir ja Stormzy und Skepta vorhin schon hatten. Ich glaube, was das Album angeht, hat er mit am meisten Stimmen Nominierungen von der Jury bekommen. Ja. Also schon extrem gefeiert. Ne? Skepta. Stormzy droppt erst im Dezember. Ja, also aber Skepta, warum Skepta? Was ist das Ding an dem? Ist das Album jetzt so gut oder was? Also ich fand es nicht so gut, aber viele fanden es extrem gut. Ich finde es okay, aber also Samuel ist schockiert. Samuel steht auf ihn, klar, das verstehe ich. Ich auch, aber ja. Skepta, ist er denn live? Ich habe in Reviews teilweise gelesen, er ist krank. Der hat so eine Aura.
Okay, krass. Das ist heftig. Ich habe auch schon eine Menge Songs von ihm gefeiert und ich habe selbst in Reviews gelesen, er hätte ein neues Genre geschaffen mit dem Album. Das konnte ich jetzt halt so nicht so unterstreichen. Da waren so manche genau. Ich fand das, also war es als anderer schlecht, ich höre das auch, aber ich fand es halt nicht so Hammer. Willst du mal kurz noch einmal... Generell so, zu Skepta kann man nicht viel Negatives sagen, so generell. Er hat einfach... Wegen ihm gibt es Künstler, oder was heißt, wegen ihm haben andere Künstler wie Stormzy auch diese Plattform jetzt, weil er macht das schon so lange, der hat dieses Grime-Ding als erster so mit durchgefahren und so, oder beziehungsweise populär gemacht und so weiter. Und wenn er sich jetzt ein bisschen zurückzieht und halt chillt und sein Leben genießt, sag ich mal, finde ich das völlig in Ordnung. Er ist vielleicht eher auf einer anderen Schiene auch unterwegs, so, der ist ja auch, ich bin ja selber auch Nigerianer und er ist auch Nigerianer so, er ist auch spirituell da, was das angeht, unterwegs und aktivistenmäßig, also der macht schon seine Sachen halt, vielleicht nicht so auf einer breiten Masse, aber gezielt für das, wofür er steht. Und ich feiere den auf jeden Fall übertrieben krass und wirklich live auch. Der kommt auf die Bühne, der bewegt, der muss sich nicht viel bewegen, der macht ein paar einzelne Moves und seine Stimme kommt einfach krank rüber. Ich feiere den echt krass. Die Mucke ist aber extrem geil für live, wenn auf einmal alles um dich rum einfach nur so in so Bass getaucht wird. Das war ich auch beim Frauenfeld, der ganze Boden hat einfach vibriert. Ja, das war schon, nein, das war schon krass, ja. Auf jeden Fall. Hat Jake mal noch was dazu sagen? Aber das ist halt so live, oder? Ist an. Auf jeden Fall, ich habe Skepta auch live gesehen. Es war in Köln. Der hat auf jeden Fall live eine mega starke Stimme. Also hört sich an, als wäre der im Studio. Er bringt eine extrem krasse Energie auf jeden Fall auf die Bühne und hat eine kranke Crowd Control. Das war so wie, hat sich angefühlt wie auf der Love Parade, weißt du? Du bist da echt rumgedrückt worden. Ich habe in der dritten Reihe angefangen. Ich bin einfach fast aus dem Club rausgeflogen, einfach, weil ich die ganze Zeit rumgeschubst worden bin. Also das war richtig krank. Und der macht auch viele Features, sag ich mal, auch mit nigerianischen Artists oder afrikanischen Artists. War, glaube ich, auch der erste aus England, der internationale Features hatte. Ja. In Amerika. Er hat sich doch auch letztens mit Luciano getroffen, oder? Damit, ja, damit Luciano war, glaube ich, genau da, so, wo... Weißt du? Ja. Der bringt Leute auf die Map so. Und dieses Fashion-Ding halt... Gut, wir haben ja, weißt du, es gibt solche und solche. Manche haben ein bisschen mehr Fokus auf Fashion und so weiter. Hey, aber es sind ja auch beide nominiert und auch beide absolut zu Recht nominiert. Und das sowieso. Ja, da steht auch CBE gesehen, als er in Köln war. Ja, ja. Ja. Der, ich finde, hat England auch generell auch bei Hashash war der. International. Ja. Skepta war im CBE? Ja, die Hashash-Jungs haben das gemacht, oder? Ja, der war nicht Das war Halle. Ja, der CBE wäre krank. Nein, das war Halle 2 oder so. Ach so, Halle Tor 2 oder so. Ja, okay, CBE wäre absolut... Boah, Bruder, das wäre so Jahrtausend. CBE, da macht der Autogrammstunde vielleicht. Ja, ja. Wenn der da spielt vor 200 Leuten oder so, das wäre bestimmt geisteskrank, ne? Ich wollte ja, ich wollte ihn ja sehen. Oder Fedelclub. Gerne sehen. Der Abriss, Alter. Ich wollte ja ins Bergheim und ihn mir angucken. Aber das Problem war, ja, ich war in der Schlange. Da, und das ist Sven, der Marquardt hat es nicht. Sven Fehlzü war da auch in der Schlange mit mir. Nein, das Problem war, du kamst nur in den Berghain rein, wenn du Latex anhattest, oben ohne und zwei Mollys drin. Hattest du nicht? Und wenn du von der Weiß. Alles hat gestimmt, außer die Mollys. Ich hab nur E's dabei gehabt. Okay, lass uns, guck mal, wir haben nur noch 5 Minuten eigentlich. Du hattest deinen Weiß Presse auf. Jungs, wir haben nur noch 5 Minuten. Lass uns mal gucken, dass die anderen Artists auch noch ein bisschen Gesicht kriegen. Okay, Gesicht. Wie kann es sein, kein Gesicht? Gib Future. Der Baby, Travis, Lil Nas X, Tyler, Megan Thee Stallion, hatten wir schon Future. Also Young Thug nicht unterschätzen, der Vater von alles. Future aber auch sehr, sehr nice, okay. Haben wir ihn ja getroffen. Aria hat ihn interviewt, einzige Interview außerhalb Atlanta hat Aria gemacht. Mäßig, ja. Futures Album. Mann, Future ist auch der Influencer Nummer 1 in der Szene eigentlich. Bei Future wurde so ein bisschen kritisiert, dass er sich halt nicht mehr wirklich weiterentwickeln würde. Und das ist mit dem The Wizard. Das stimmt auch teilweise, muss man sagen. Aber es spricht viel dafür, wenn der einzige, also einer der absoluten Influencer in der Rap-Szene, André 3000, noch nie in seinem Leben ein Interview gibt, aber plötzlich anfängt in seiner DVD richtig normal, also nicht dieser verrückte André 3000-Style, sondern ganz normal über ihn zu reden. Ey, der ist super, ich feiere ihn voll. Stimmt. Mein Sohn und ich sind die größten Fans von ihm. Stimmt. Wenn wir einen Song rauskommen, schicken wir uns das hin und her. So ganz normal reden. Da habe ich gedacht, okay, Alter, entweder verdient er da mit dran an dem Album oder dieser Future ist noch größer, als ich dachte, Alter. Wo du gerade meintest, Young Thug wäre Vater von alles. Wir hatten auch eine Infokarte dazu, dass BBC Young Thug zum einflussreichsten Rapper des Jahrhunderts gemacht hat. Ja, ist meiner Meinung nach leicht unterschätzt sogar, weil er hat schon damals, da geht noch mehr. Er hat 1800 die Pharmaindustrie beeinflusst. Zufällig als die Rothschilds auch. Ich finde so. Aber ich finde, das hört sich so krass an. Ich weiß nicht, wie BBC übertreibt auch ein bisschen, aber er ist schon, wir haben ja vorgestern hatten wir mal so ein Thema, wer ist eigentlich der einflussreichste deutsche Rapper, so all time? Ist schwer all time, aber Dicker, wenn er nicht wirklich auch sehr viel beeinflusst hat, dann
dann weiß ich auch nicht. Man muss auch sagen, wir haben ja gerade so, was die Trends angeht, ich habe schon gesagt, so in Deutschland sagt man, alle sind nur noch am Singen. In USA hast du beides oder international, die UK Act, sowieso mieseste Technik. Yeah. Bang the Stallion, Da Baby, Wabi and Cordae, Leute, die richtig rappen können. Yeah. Dann wieder andere, wo Gesang eine Menge Rolle spielt, Tyler und Kanye auf einem künstlerisch sehr hohen Travis. Niveau. Yeah. Auch yeah. so Leute wie Trippy Red oder Juice WRLD natürlich, yeah, mit dieser yeah. Emo-Rap-Ecke, die jetzt hier noch nicht so viel vorkam. Und dann Young Thug, irgendwo King davon, ne? Also ich meine, wo so Lil Wayne früher melodiös Weezy, geflowt ja, genau. hat, hat er es halt einfach weiterentwickelt und ist ja mit dem Album jetzt vielleicht auch seinen bisherigen Höhepunkt erreicht. Wenn man halt bei Future so sagen könnte, okay, ja. der hat ja noch eine EP gemacht, Save Me, vielleicht so jetzt Future genau, ein paar neue Sachen, vielleicht erfindet der sich neu, weil wird mal Zeit, ist so, Future ist gerade so auf Peak. Weißt du, ich habe so vielleicht ein bisschen das Gefühl, so Future erfüllt gerade genau die Rolle, die Skepta halt erfüllt in UK, mhm. weil er ist der Typ, der halt vieles geprägt hat, so mhm. oder jeder, der gerade am Start ist und diese Schiene in den USA macht, für den ist Future eigentlich so der Daddy, so weißt du, und er fühlt sich wohl, glaube ich, in der Rolle, wirkt jetzt aber auch nicht wie der hottest guy in the game gerade, aber er macht sein Ding, er hat halt, wie gesagt, dieses Jahr Album The Wizard gemacht mit dieser riesigen Apple-Doku, dann hat noch eine EP Save Me gemacht, die übrigens Kalims Lieblingsrelease dieses Jahr war, glaube ich, hat mhm. er mir im Interview gesagt. Krass. Ja, und ja, vielleicht ist einfach so ein Typ, der sich gerade mit seiner Rolle wohlfühlt, so weißt du, mhm. und nicht so, sich vielleicht auch gar nicht neu erfinden muss, hat er so vielleicht ein bisschen das Gefühl, wie jetzt ein Kanye. Guck mal, bei Kanye haben wir vorhin kritisiert, das ist jetzt zu viel Neuerfindung die ganze Zeit. Ja, ich finde jedes Jahr ein Album und jedes Jahr ist der so komplett auf einem anderen Film. So. Irgendwann wird er auch mal wieder den alten Kanye machen, den sie alle hören wollen und dann ist das Neue. Ich wollte aber dazu auch noch sagen zu Kanye. Ja. Du wolltest auch was zu Kanye sagen? Dann lass mich kurz eine Info dazu dann geben. Sag bitte. Bei der Jury hatten Kanye und Tyler, the Creator, am meisten Nominierungen bisher, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Neben Skepta, oder? Das war bei Album, wo der so viel hat. Ach so, okay. Das ist interessant, ja. Also Tyler auf jeden Fall ist ja obvious, haben wir ja viel besprochen, hat Album gebracht, was hier teilweise als Meisterwerk und Klassiker schon deklariert wurde. Ja. Alles komplett in Eigenregie, hat in der Woche, wo er gedroppt ist, tatsächlich sogar erfolgstechnisch DJ Khaled mit seinem Superstar-Line-Up nicht nur die Stirn geboten, sondern sogar die Nummer 1 weggenommen. So. Ja, Paroli geboten. Paroli geboten, so in kompletter Eigenregie. In der ersten Woche, in der zweiten war Khaled wieder auf der 1, muss man auch sagen. Also die Aber überhaupt damit aber zu überhaupt spielen damit mit Jay-Z, Justin Bieber, Beyoncé, weil Chris Brown. Khaled hat eigentlich ein super overpowered Album gehabt. Einfach jeder, der rappt in Amerika, war auf seinem Album. Ja. Das war eigentlich schon krass. Ja. Deswegen, na, hast du recht, Tyler, the Creator ist natürlich aber auch mäßig Geschmackssache. Also wenn man auf den nicht klarkommt. Es ist jetzt nicht auch eben gar nicht so das Standard-Rap-Album oder sonst was und ist halt ein völlig eigener Film. Also das aber ist er das hat ja, also selbst Tyler hat ja früher Film. Ganz andere Mucke jetzt auch. Ich wollte gerade sagen, dieses damals. Album ist schon zugänglicher als alles, was er bisher gemacht hat, finde ich. Weil stimmt. Damals war so mit diesem, mit was ist der da reinkommen, diese Kakerlaken, wie ist das? Kakerlaken-Game. Yonkers, das ist halt voll nicht zugänglich gewesen, sowohl soundtechnisch als auch visuell. Ja. Das ist so voll die Barriere erstmal gewesen, durch die du halt durch musst. Ich finde das, also für mich war es einfacher, da an diesem etwas brachialeren Sound so anzuknüpfen und einfach sagen, okay, das geht voll ab, so, du musst ihm gar nicht zuhören, der Beat reicht einfach, um das feiern zu können. Und jetzt solltest du, um das wirklich feiern zu können, musst du auch, also, um zu verstehen, was da abgeht, so musst du auch schon auf die Texte achten. Was ich schwer finde, wenn ich mir das alles angucke, es sind echt eine Menge sehr nice Leute dabei. Wir haben jetzt uns auch schon überschlagen, damit wen wir alles loben wollen. Trotzdem finde ich es schwer, den einen zu sagen, der ist jetzt Rapper des Jahres, weil also ich finde halt so, Da Baby war so das Thema und der hottest Dude, aber der ist vielleicht dann eher, würde ich eher noch bei Newcomer sehen, weil da ist auch noch viel Luft nach oben, fand ich, von den zwei Alben, was da noch mehr gehen könnte. Ja, auch krass bei beiden nominiert. Keine Ahnung. Sein, ne? Bei Kanye, also ich habe ja immer so ein, ihr kennt das vielleicht, man hat so ein kleines bisschen so die Abneigung, wenn einer zu viel da ist und zu viel macht und so. Aber bei Kanye kann man das gar nicht am Album festmachen. Das Album war fast, also es war einfach so krass angeteasert, dass mich das auch ein bisschen enttäuscht hat. Es war leicht, es war sehr simpel durchzuhören, aber mir fehlte da der Moment, wo ich repeaten wollte oder so. Ja. Aber den sehe ich dann als Gesamtkunstwerk. Und dieses Ganze, was er da macht und alles mit. Aber dieses Jahr würde ich ihm, glaube ich, nicht bester Rap Solo ergeben. Es ist schwer. Also dieses Jahr hat er krass Konkurrenz. Und ich weiß und ich auch nicht, sagen, also meiner Meinung nach, lass mich mal festlegen. Mhm. Also lass uns mal jeder einmal festlegen, okay? Boah, ich weiß halt. Ich sag nicht. Travis Scott einfach. Trotz. Er hatte kein Album. Der hatte kein Album. Der hatte aber eine Menge Songs. Und der war live. Jahr schon und alles.
Aber da hat dieses Jahr auch keiner. Krass, er ist trotzdem so Dauerpräsident. Es ist, wollte ich gerade sagen, in meinem Kopf ist er die ganze Zeit da. Ja. Ich habe ihn auch ein paar Mal gesehen. Er ist auch nominiert und er ist also auf jeden Fall Travis Scott finde ich hart. Aber der ist auf Welttournee gegangen. Ja. Hat und diese Tournee, du hast vorhin über Drake gesprochen, diese mit dem Dings. Das finde ich geil. Aber Travis hat einmal mit dem fucking Rollercoaster. Okay, ich habe mich festgelegt, ich weiß es. Ja, auch die Netflix-Doku. Ja, das war viel. Es ist viel passiert. Aber natürlich, künstlerisch und alles, kann man es auch Stormzy geben, kann man es auch Tyler geben. Aber ja, Travis war schon cool. Super. Okay, Travis, was sagst du, Linne? Von meinem persönlichen Geschmack her auch Travis und ansonsten Stormzy, würde ich sagen. Okay, krass. Und ich tippe bei dir auf Megan Thee Stallion. Auf Future oder Young Thug? Ich würde mich bei Toxic Young Thug sagen, ich nehm, oder? Ja. Ich nehme Young Thug, weil ich aber so vielleicht Tyler, the Creator, beste Album, DaBaby, beste Newcomer und Rap-Solo-Act Young Thug. Ja, ich wusste das schon. Young Thug fand ich auch dieses Jahr sehr stark und prägend. Und um nochmal wieder Frankreich zu droppen, Niska und Ninho haben da, glaube ich, auf jeden Fall dieses Jahr relativ viel bei den Solo-Acts. Niska ist komplett eskalativ unterwegs. Ja, muss ich sagen, seit diesem Nimo-Teil, was sie zusammen gemacht haben, feiere ich das. Ja, der Remix zu Rezo, glaube ich. Ja. Wenn, das war so dieser Überhit, weißt du? Kokaina war gerade irgendwie so ein Jahr alt, meistgeklickter Deutschrap-Song aller Zeiten. Niska kommt mit seinem Song, nach 2 Monaten hat er ihn gefickt. Überholt. Das war, Aria. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich mit Tyler, the Creator gehen. Gerade so auch die Kategorie bester Rap-Solo-Act, so ist halt schon krass, was er alleine gemacht hat und geschaffen hat. Und dann hat er es in diesem geilen Interview mit Zane Lowe auch noch voll so geil erklärt und gut erklärt. Und ich weiß nicht, selbst sein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Khaled hat er voll sympathisch geführt und sehr low. Was heißt sympathisch? Ja, ist er voll recht. Der Troll auch, ne? Der hat den den Khaled ja auch richtig genervt, ne? Hat ja bei ihm kommentiert. Und ja, so. Aber trotzdem ist es halt richtiger Trolli. Also und sein so Mensch des Jahres auch sowas. Das. Also ich finde so der Bambi in der Kategorie Mensch. Der Bambi, der Integrationsbambi geht an Teile der Creator. Ich würde aber dafür bestes Album des Jahres wahrscheinlich ein bisschen unlikely Pick an Post Malone geben, aus meiner Sicht. Und Newcomer irgendwo zwischen DaBaby oder Lil Nas X. Wahrscheinlich aus Zukunftsperspektive lieber an DaBaby. Übrigens ist mir noch aufgefallen, dass wir sowohl bei Newcomer national als auch international jeweils 3 Frauen nominiert haben. Nice. Was natürlich eine schöne Sache. Ja, ey. Korrekt. Gut beobachtet. Ne? Sehr hacky. Jetzt weiß ich doch nicht, ob der Bambi. Es war aber keine Quote des Jahres eher an dich geht. Es war keine Quotenwahl. Aber ey, Ari, was sagst du? Brauchen 3 Frauen. Tyler, the Creator Freestyle. Ey! Me and Funk Flex have nice butt sex. Das war so nice, ne? Wie der Flex da reagiert hat. Der Flex so. Er so. Ich glaube nicht. Der wusste gar nicht mehr, wo er ist. Also. Lass uns zu den Leuten bei Twitch noch mal kurz gehen. Okay. Was ist das Feedback? Ist das okay, was wir erzählt haben? Oder war alles falsch? Der Klassenclown. Ist okay. Ist okay. Gedisst, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt verpasst habe, weil ich auf Toilette war, dann tut es mir leid. Aber viele haben sich beschwert, beziehungsweise viele haben geschrieben, dass ihr bei Newcomern Gunner nicht erwähnt habt. Ich habe das halbe Jahr Gunner gehört. Ich fand trotzdem, dass ich jetzt andere eher erwähnen muss, aber der ist ganz vorne dabei bei dem, was ich am meisten gehört habe. Sagen auf jeden Fall auf dem UFO-Album. Und aber Gunner Lil Baby letztes Jahr war irgendwie spannender als jetzt. Jetzt war irgendwie, wie fühlte sich für mich ein Tacken wie Downgrade an. Aber ich hatte bei Gunner auch das Gefühl, der hätte sogar auch schon bei Best Rap Solo Act landen können fast. Der hat halt dieses Jahr war der wirklich für viele schon huge. Ich fand wie dieses Jahr DaBaby für mich das Thema war, weil letztes Jahr Gunner. So. Aber war Gunner letztes Jahr schon so krass dabei, dass nicht erst. Hat der nicht dieses Future-Ding auch? War das Gunner? Gunner, haben die nicht zusammen was? Lil Baby und Gunner haben was zusammen gemacht. Ja, schon also klar, es gibt zum Beispiel, ich lese euch einfach mal vor, zum Beispiel schreibt Similarum, Gunner, allein der Impact auf die Szene. Pablo schreibt, bester Newcomer, USA, Gunner 100% safe. Gunner auf dem Wireless war anders. Und so weiter und so fort. Dann haben wir kurz noch. Dann wurde noch gesagt, dass Kobalade auch unterstützend zu Clark auch einer der besten Künstler für Real Crunks ist. Und DaBaby hat natürlich auch viel Zuspruch bekommen. Dann ganz kurz zu bester Live-Act international. Da wurde Ray Shrimmett auch gedroppt. Da waren ein paar von den Zuschauern auch auf dem Wireless unterwegs und haben da ihre Props gegeben. Ich persönlich war ja auch da und fand Ray Shrimmett auf jeden Fall auch sehr, sehr krass, alleine von der Energie her. Jetzt nicht, ich fand, die konnten ohne viel Bühnenbild oder irgendwelche große Show einfach nur die selber die Energie ins Publikum übertragen. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann zu dem, was du gesagt hast, Aria schreibt Jornis Martinus, Anderson Park,
über der Typ. Ich habe ihn auf dem Splash gesehen und bin seitdem verfallen. Was der live abreißt, ist einfach unnormal. Ja, Mann, wirklich krasser, krasser Typ. Yes. Dann ganz kurz noch zu Skepta. Schreibt Yeshi666. Skepta hat mit Shutdown den krassesten Live-Track der letzten Jahre gemacht. Und ja, kann ich wie gesagt auch nochmal bestätigen. Skepta für mich auch. It rains in Shutdown oder Mo Bamba? Mo Bamba ist auch einer der krassesten ja, Live-Tracks. Kalash X22 schreibt auch Shake West natürlich. Wobei halt bei ihm, das habe ich auch kurz überlegt, sind halt mehr oder weniger nur so zwei Songs, die halt übertrieben. Live Shake West und Mo Bamba. Und halt OG Kimo hat jetzt Faust gedroppt. Das ist ein überasozialer Moshpit-Song. So. Ganz kurz noch zur Zufriedenstellung der Zuschauer hat Clark noch eine OG Kimo-Line gedroppt. Ich mach Stuttgart für euch. Und ganz kurz auch noch wollte ich noch anmerken, dass wir in der Show, in der Talkrunde gerade eben über 2000 Zuschauer erreicht haben. Nochmal Shoutout an die Leute draußen so bei Twitch. Nämlich. Danke. Sehr, sehr nice. Nur noch so. Wir fühlen uns geehrt. Wir sind sehr dankbar. Danke auch an die ganzen Jurymitglieder, die nominiert haben, alle 36 von den befreundeten Magazinen, Podcasts, was es alles so gibt da draußen. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt jetzt alle voten gehen. Danke an die Sponsoren auch, an Thomann, die für euch ein Home-Studio-Setup zur Verfügung stellen, das ihr gewinnen könnt, wenn ihr jetzt abstimmt. Liebe Grüße auch nach Hongkong. Warum? So, an die durchhalten. Ja. Und vielen Dank an Teufel für den Rockstar Air, den ihr gewinnen könnt. Hallo. Hallo. Speaker. Ja, und ansonsten, was ihr auch noch gewinnen könnt, sind hier so Hip-Hop-D, Merch-Klamotten. Klar, Merch. Ganz nice. Ein Tag mit euer Klarschild. Stimmt jetzt ab. Konzert mit Funkvater Frank. Wir sehen uns bald wieder. Twitch bleibt dran, Livestream bleibt dran. Und ansonsten, es gibt noch zwei Folgen auf YouTube, falls ihr da gerade hier Konserven guckt. Bis Weihnachten ballern wir das durch. Ravioli. Ciao.